Hallo. Frida Kahlo ist für viele Menschen eine inspirierende Persönlichkeit und vor allem auch bekannt für ihren unbeugsamen Überlebenswillen. Frida Kahlo und ihre Tiere ist ein schönes Beispiel dafür, wie vielschichtig heutzutage ein modernes Bilderbuch sein kann und wie sich die transatlantische Zusammenarbeit zwischen Nord-Süd und Nord-South-Books gestaltet. Viele von Frida Kahlos Bilder sind Selbstporträts und sehr oft malte sie sich zusammen mit ihren Lieblingstieren. Die Tiere und ihre Malerei gaben ihr Trost in Zeiten, da sie ans Bett gefesselt war. Über diese Tiere mit ihren für uns exotisch klingenden Namen macht die Autorin die Künstlerin Frida Kahlo für Kinder zugänglich. Die Idee zu einem biografischen Bilderbuch entstand im Rahmen einer Programmsitzung in Zürich. Wir suchten nach einer Persönlichkeit, die sowohl in Europa als auch in Amerika populär ist. Wir fanden Frida Kahlo. Da ihre Popularität aber in Amerika noch weit größer ist als in Europa, haben wir unsere Kolleginnen in New York gebeten, sich auf die Suche nach passenden Künstlerinnen und Künstlern zu suchen. Sie fanden Monica Brown, die englische Literatur in Arizona unterrichtet. Und wir konnten John Parra für dieses Projekt gewinnen, der kurz zuvor eine Reihe von Auszeichnungen für seine ersten Bilderbücher erhalten hat. Beide haben lateinamerikanische Wurzeln, was für die Latino-Community in Amerika besonders wichtig ist und sie besonders glaubwürdig macht. Das Buch erschien in Amerika nicht nur als englische Ausgabe, sondern auch in einer spanischen Übersetzung. Es war einer unserer größten jüngeren Erfolge, der uns nicht nur schöne Absatzzahlen, sondern auch erfreulich viel Anerkennung und Auszeichnungen einbrachte. John Parra hat uns als Dankeschön für die Zusammenarbeit ein Original aus dem Buch geschenkt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Frida Kahlo mir jeden Morgen den Rücken zuwendet, wenn ich in mein Büro komme. Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe, hat Frida Kahlo einmal gesagt. Uns hat diese Arbeit an ihrem Buch dermaßen beflügelt, dass wir ihr weitere biografische Bücher über mutige Frauen folgen ließen. Unter anderem über Ada Lovelace, die als Pionierin der Programmiersprachen gilt, und über Ida Pfeiffer, die Forscherin und erste Weltumseglerin der Welt. Diese Bücher wurden von selbstbewussten und kreativen Illustratorinnen gemacht, von Rachel Katzthaler und von Linda Schwalbe. In diesem Sinne, vamos!